Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier zurück zu City Skylines. Und ich muss schon sagen, und ihr müsst auch zugeben, diese Skyline, naja, je nachdem, was man für eine Skyline halt gerade sieht, sieht doch schon cool aus mit dem riesigen kleinen Hügel im Hintergrund, mit den Häusern hier, mit dieser Dichte. Das sieht schon cool aus. Aber es ist Pause. Na gut, ohne Pause flimmert's, mit Pause nicht. Gut. Aber es sieht schon cool aus. Muss man sagen, das sieht schon klasse aus. Bloß eine Sache stört mich. Man sieht auf dem Berg, da drüben, nicht so gut die ganzen Gebäude. Die sind halt auch nicht so hoch. Die sind auch so eher niedrig. Ah, genau. Ich denke immer, da oben fliegt ein Flugzeug. Ja, aber dann ein großes Flugzeug. Okay, die sind immer noch so Stufe 1. Ich weiß nicht, ob die größer werden. Das weiß ich tatsächlich überhaupt nicht. Aber was ich weiß, ich habe mir ein Video angeschaut. Ich habe mir ein Video angeschaut über diese ganzen Gebäude, wie man mit denen umgeht und warum die hier auch rummeckern, dass sie hohe Mieten haben. Und zwar, man kann ja auch kleinere Gebäude bauen. Also jetzt nicht von der Dichte her, sondern man kann ja, also was ja ich bisher immer gemacht habe, ich markiere das Zeug ja maximal bis zum geht nicht mehr. Klar, hier geht's nicht, da sind dann so kleinere Gebäude. Und diese kleineren Gebäude, die sind nämlich gut. Weil die kosten dann auch tatsächlich weniger. Also die Leute, die da drin wohnen, müssen weniger zahlen als die, die hier drin wohnen. Ist von der Dichte auch komplett egal anscheinend. Ich habe mir Video, wie gesagt, angeschaut. Ich hoffe, dass die Infos da in dem Video stimmen. Aber anscheinend ist das so. Und wenn die jetzt zum Beispiel Probleme haben mit dem Reichtum, dass die bettelarm sind, dann haben sie leider das falsche Haus erwischt. Aber wir müssen dann auch dementsprechend handeln und andere Gebäude platzieren. Also andere Gebäudegrößen. Heißt, hier können wir ja noch neue Gebäude ransetzen. Ich weiß nicht, hier habe ich glaube ich nur, weil die sich ja beklagen. Ja, da würde ich keinen setzen, da beklagen die sich ja nur, wenn ich da neue Gebäude hinplatziere. Da müsste ich einen anderen Ort suchen. Ich würde hier auch nichts. Ich würde auch sonst hier nichts abreißen. Könnte ich ja hier machen. Ich weiß gar nicht. Man kann, glaube ich, keine Schall. Ich wüsste auch jetzt gar nicht, wo man die Schallschutzwände herbekommt. Ach, hier. Aber das geht ja nur an Straßen, an Autobahnen. Oder? Wo kann man die hinplatzieren? Ja, also, ja, das ist ja blöd. Es geht halt nur an Autobahnen. Sonst kann man keine Schallschutzwände verwenden, na egal. Was haben wir eigentlich hier markiert? Haben wir da überhaupt irgendwas markiert? Nee, da haben wir nichts markiert. Okay, da würde ich hingehen und einfach mal verschiedene Hausgrößen hinbauen. Ich weiß auch gar nicht, wie groß oder wie breit die Häuser hier gebaut werden können. Ich glaube, die werden doch immer so im, okay, Zweier, Dreierbreite, 2, 2, 2, 2, 2. Da auch wieder eine Dreierbreite, sieht mir auch wieder nach einer Dreierbreite aus. Das hier könnte auch, glaube ich, eine breitere Breite sein, keine Ahnung. Also das hier dann 3, glaube ich, die hier auch 3 oder 4. Ne, 4. Das ist eine Viererbreite. Okay. Ich will halt ein bisschen, ich will jetzt einfach mal testen. Ich mach mal hier verschiedene Breitengrade rein. Sowas hier oder so ein Häuschen hier. Natürlich jetzt auch nicht komplett übertrieben. Dann nochmal sowas hier. Dann nochmal sowas hier. Dann sowas hier. Hier können wir auch nochmal sowas machen. Passt ja, glaube ich, sind ja trotzdem hier am richtigen Ort. Dann bin ich mal gespannt, wie sehr sich das dann wirklich auf die Leute und auf die Stadt auswirkt. Weil wenn das wirklich so sein sollte, dass das einiges bewirkt, dann mache ich das immer so. Weil das habe ich halt überhaupt nicht gewusst. Wie gesagt, bin auch City Skylines 1 Spieler. Und man muss ja auch erstmal so ein Gefühl für den zweiten Teil bekommen, weil es sind da wirklich einige Sachen oder eigentlich komplett alles anders. Viele Sachen sind anders. Nicht komplett alles, viele Sachen. Warte, hiervon brauche ich auch nochmal ein Bild. Moment, Schuck, anhalten. Das sieht geil aus. Hiervon brauche ich ein Bild.
Also ich mache gleich Pause. So. Und dann F12. Ah, ja, Moment. Dauert eine Sekunde. Ich weiß halt nicht, ob er jetzt schon ein Bild gemacht hat. Das Spiel hängt. Ah. Jetzt. Sehr interessant. Ich habe gerade echt gedacht, es wäre wieder abgestürzt. Also dann. Weiß auch nicht. Dann wäre es ein Todesurteil gleich gewesen für das Spiel. Okay. Ja gut, hier drin hätte man natürlich auch nochmal ein paar Gebäude auswählen können. Machen wir es einfach hier. Die bauen die ja sowieso. Deswegen wählen wir mal hier ein paar kleinere wieder aus. So, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht. Nee, da würde ich jetzt nichts hinmachen. Ich weiß es auch gar nicht. Was passiert bei einem Einzelding? Ich glaube, da kann... Ich weiß es nicht. Ich glaube, gebaut werden kann da nichts. Ich lasse mal ein bisschen schneller laufen. Oh, es kann... Also, schön, dass man es auswählen kann, aber ich glaube, da wird nichts gebaut. Kann ja eigentlich auch gar nicht. Weil das wäre dann wirklich zu mickrig irgendwie. So. Sieht schon gut aus, sieht schon gut aus. Ah, die sind halt eher mehr in der Mitte. Aber die hier oben, die beklagen sich nicht. Wegen irgendwelchen Sachen. Ja gut, die haben hohe Kriminalität, Mangel an Unterhaltung. Wie sieht's eigentlich mit der Polizei aus? Geht eigentlich... Naja, also... Ich könnte eigentlich... Habe ich die mal erweitert? Garagenerweiterung. Könnte ich einmal hier hinbauen? Und einmal hier hinbauen? Na gut, das sieht wieder maximal schlimm aus. Dann müsste ich das Ding eigentlich wieder nehmen. Und... Wo soll ich es hinverschieben? Hier rein? Machen wir einfach mal. Aber... Was ist das? Ne, das ist einfach nur die Textur. Das ist nicht das Terraforming, was so bleibt. Das ist einfach nur die Textur. Ja, das ist doof, dass sich das nicht anpasst. Zumindest nicht automatisch. Und ich habe wirklich Schiss. Die wollen ja immer noch Unterhaltung haben. Ich habe aber wirklich Schiss... dass halt der Bodenrichtwert sich erhöht und deswegen die Steuern wieder steigen. Da habe ich wirklich Angst. Ich weiß auch nicht. Oh, ja, stimmt. Das wollen wir ja umändern. So, darauf. Diese Radiosender sind immer so klasse. Da hätten wir große Parks, da hätten wir Sportparks. Ich bräuchte halt eine Anleitung oder irgendeinen Infobereich, was unter Unterhaltung zählt. Da gibt es jetzt auch nichts. Aber da gäbe es Landwirt. Badum. Landwirt. Der Landwirt ist ein Landwirt. Ist ein Werkzeug. Ja, schön. Vermögen und Landwert. Weiß ich nicht. Wäre ganz geil, wenn es sowas geben würde. Bildung. Wasser und Abwasser. Brauchen wir eigentlich alles nicht. Oh! Ganz wichtig. Moment, ich habe was vergessen. Moment. Ich habe vergessen, die Brille anzuziehen. Oh ja. Oh, ho, ho, ho. Alles ist auf einmal so scharf. Ich habe halt tagsüber nie eine Brille auf.
Und vergesse ich jedes Mal. So. Also die hier bauen ja auch schon ewig rum. Ach so, deswegen wird es abgerissen. So, weg. Warte, ich helfe dem Ding mal. So. Okay, wo gäbe es noch? Okay, ich weiß nicht, ich reiß die einfach mal ab. Oh, da ist eins eingestürzt. Keine Ahnung warum. Ah, ich glaube, ich weiß warum, weil... Nee, nicht deswegen. Es gab noch was anderes. Und zwar ist anscheinend der Schulweg zur Grundschule zu lang. Stand ja, glaube ich, irgendwo. Ich glaube, bei den unten stand das dran. Nee, auch nicht. Wo war denn das? Ich habe es ganz genau gesehen. Das verstehe ich immer noch nicht. Kleine Häuser, darum muss ich mich auch noch kümmern. Mangel an Unterhaltung. Nö, warte, ganz kurz. Moment. Okay, da bin ich wieder. Ich musste gerade ganz kurz aufs Klo. Schlimme ist, kennen bestimmt auch einige von euch, wenn man immer irgendwas machen muss, muss man aufs Klo. Wenn man nichts macht, muss man auch nicht aufs Klo. Immer schlimm. Ist immer irgendwas, wenn man was Wichtiges machen möchte. Ah, sieht schon cool aus. Ich schaue jetzt nochmal, wie der Bodenrichtwert aussieht. Ja. Ist okay. Also das Gebäude hier braucht wahrscheinlich einen besseren, oder? Aber kleine Häuser. Und es gibt halt auch kein Ding. Neutral. Warte, kann ich auf den Bewohner irgendwie draufklicken? Wenn ich jetzt mal hier draufklicke. Oder da drauf. Die ist glücklich. Boah, wie das gerade da rumbackt. Kleine Häuser. Mögen die wohl nicht da wohnen, weil es hier kleine Häuser gibt? Mangel an Unterhaltung. Wahrscheinlich steht hier gleich bei dem Gebäude große Häuser. Okay, Mangel an Unterhalt. Tja, aber da wäre ein Park. Okay, die hier wären glücklich. Die sind auch zufrieden. Die sind auch okay. Auch okay. Die nicht mehr. Okay, also die Straße nicht mehr. Wenn ich jetzt mal in die Parkansicht gehe. Ja, ist wahrscheinlich wirklich so. Die Straße ist einfach rot. Wenn ich jetzt hier einen Park noch dazu baue. Warte, kann ich die anbauen? Oder vergrößern? Nee, geht nicht. Attraktivität 4. Okay. Dann baue ich einfach mal hierhin noch einen weiteren Park. Und jetzt bin ich gespannt. Okay, ist es. Das ist... Jo, Unterhaltungs... Ja, okay, Parks. Unterhaltung. Bodenrichtwert. Könnte steigen, denke ich. Jetzt meckern die halt nur noch rum. Kleine Häuser. Könnte auch sein, dass die rummeckern, weil die einfach eine eigene Straße brauchen. Oder an einer eigenen Straße, keine Ahnung, dran sein wollen. Weil hier sind ja noch bei den anderen kleinen Häusern dabei. Kann ich mir vorstellen. Aber wo könnte man die sonst hinplatzieren? Weil hier sind ja die hier dran. Ja, sieht auch komisch aus. Das hier geht tatsächlich zum Glück. Sieht gut aus. Ach was, die sind hier direkt... Okay, das habe ich jetzt nicht gesehen. Die sind direkt an der Kläranlage. Ja, das tut mir jetzt auch leid. Okay, die hier, was haben die? Neutral. Mangel an Unterhaltung.
dann baue ich hier auch nochmal einen Park hin. Würde sogar... Wie ist es eigentlich, wenn man verschiedene... Was? Speicher, glaube ich. Okay, der hier gibt viel. Der hier gibt nicht so viel. Der hier gibt saumäßig viel. Der hier würde auch so viel geben. Und die Sportteile. Ja, geht so. Dann bauen wir mal einen Tennisplatz hin, oder? Hier einen Tennisplatz. Na gut. Meinetwegen. Oha. Geräumiges Wohnen plus 23. Warte, wenn wir jetzt drauf gehen. Okay, wahrscheinlich steigt jetzt gleich noch die Neutralität zu sehr glücklich. Weil jetzt müsste... Okay, die sind glücklich. Die sind auch glücklich. Wie sieht es jetzt mit dem Bodenrichtwert aus? Der ist sogar noch unten. Okay, der ist jetzt nicht gestiegen. Sehr interessant. Gut. Wie sieht es hier aus? Die sind zufrieden, brauchen aber auch Unterhaltung. Wow, das sind jetzt fast überall die gleichen Gebäude gebaut worden. Naja, gut. So sei es halt. Ich finde es halt immer noch komisch. Schau mal, wenn ich es hier bearbeite, dann leuchtet es da oben grün auf. Also wenn ich's hier rumschiebe. Deswegen, ich denke, das ist auch verbuggt irgendwie. Muss ja verbuggt sein. Also erklären kann ich mir das nicht. Schau mal, wenn ich den Park jetzt hier hinbauen würde, dann geht es bis hier oben hin. Aber hier geht es nur bis hier hin. Vielleicht, weil hier auch die Parks mehr an der Straße oder hier noch ein zweiter an der Straße ist, dass sich das hier irgendwie ver... vielleicht ist es ja straßenabhängig. Das wäre aber... Das wäre bescheuert. Also was ich meine, dass es straßenabhängig ist. Heißt, wenn man jetzt zwei Parks an die gleiche Straße, an die Ahornstraße baut, dass es komplett fast bis rüber geht bei der Ahornstraße. Nee, geht ja nicht. Das ist ja hier eine andere Straße. Ja, es ist eine andere Straße, aber die ist hier direkt am Kreisverkehr dran. Und deswegen vielleicht bis rüber. Wenn ich jetzt hier eine hinmache, eine vor allem, ein Park, da eine Ahornstraße, wie viel hier ist? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja gut, bauen wir halt noch einen ganz kleinen Park dahin. Na schön. So. Ganz Baby-Mini-Park. Mit der Rutsche ist ja, glaube ich, eher was für die Kinder. Aber ich kann da nicht die ganze Stadt voll pflastern, bloß weil die Unterhaltung wollen. Mangel an Unterhaltung minus 4. Ich glaube aber, dass es jetzt auch nicht so schlimm ist, oder? Also ich könnte mir vorstellen, wenn die hier komplett zufrieden sind, dann geht es halt höher mit der Stufe. Wie sieht es hier aus? Die sind neutral. Kleine Häuser. Ja, da muss ich mal schauen. Die wollte ich ja testweise sowieso hier hinbauen, weil hier der Bodenrichtwert höher ist. Aber ich glaube, die müsste ich sowieso dann nochmal woanders hinbauen. Und das mit den Parks, ja, die kann ich wahrscheinlich nicht komplett überall hinbauen. Aber ich denke, das gleicht sie auch so ein bisschen aus. Dass ein paar Häuser glücklich sind, ein paar haben dann halt keine. So, die haben wieder hohe Mieten. Also wie gesagt, ein paar sind dann glücklich. Ein paar... sind dann halt neutral vom ganzen Gebäude her.
Ah, ich glaube, das passt. Den Park hier würde ich trotzdem stehen lassen. Und dann hier nochmal ein paar mehr Wohnungen ausweisen. Wollte ich, glaube ich, auch, warum auch immer ich hier die Straße reingemacht habe. Vielleicht auch Hintergedanke, dass ich Gebäude dran haben wollte. Also klar, Gebäude. Oder aber vielleicht noch ein paar Bürogebäude. Wer weiß. Könnte ich ja hier auch nochmal hinmachen. So. Und Pause. Hier auch nochmal. So. Weil die haben ja hier eh Gehwege, die können ja eh rüber. Verstehe ich immer noch nicht, warum die da langfahren dürfen. Fahren alle da lang. Keine Ahnung, vielleicht anliegerfrei, vielleicht gehört die... Vielleicht ist das sogar so... Nee, glaube ich nicht. Die biegen ja links ab. Hm, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Gibt bestimmt wieder irgendeinen deftigen Grund, warum die langfahren dürfen. Und das finde ich halt auch interessant. Kein Fußgängerzugang. Huch. Achso, die Schule. Voll erschreckt, woher das Klatschen kommt. Sieht man eigentlich jetzt Leute da rumlaufen? Ne, sieht man nicht. Man hört nur Geräusche. Na, okay. Kommt bestimmt auch noch irgendwann. Okay, das Stau. Abbruchreif wegen... Ach, wegen den Zonen wieder, oder was? Also... Ganz ehrlich, das hier ist, das ist ein bisschen merkwürdig. So, weg. So, die haben Stau. Hier. Sieht aber gar nicht so nach Stau aus. Kann man im Untergrund eigentlich sehen, wer da jetzt langfährt? Oder wo der Stau wäre? Oder gibt es Stau beim Reinfahren in den Tunnel? Ist eigentlich gar kein Stau. Ja, vielleicht wegen der Ampelstau. Oh, mach ich mal weg. Mach ich mal weg. Mach ich mal weg. Na, weiß ich nicht. Das sieht gerade voll gut aus. Warte, ich muss einen Screenshot machen. Hier irgendwie im Industrie. Das sieht gerade voll gut aus. Oh, cool, dass sich die Sonne da bricht. Mit dem Lensflare-Effekt hier. Boah, ist das gerade cool. Können wir die so ein bisschen hinterm Hügel verschwinden lassen? Dann scheinen die nicht so stark. Dann kann man das Bild auch für ein Thumbnail verwenden. So irgendwie. Es ist halt viel zu hell. Ach, es ist weggeploppt. Ja gut. War es der Sonne wohl auch zu blöd? Blopp ich mal weg. Kreisverkehr auf jeden Fall komplett voll. Leute hier verschwinden, weil sie nicht rüber können. Weil die Autos hier stehen. Ja, also wahrscheinlich wäre hier die Kreuzung wirklich besser. Mit Ampeln. Auch wenn das hier wieder ein bisschen komisch aussieht. Ja, hier, Kreuzung wäre hier besser. Kreisverkehr ist schön und gut. Macht sich aber nicht so gut bei dem ganzen Verkehr. Okay, da ist auch Stau. Mhm.
deswegen. Was? Gehdistanz zur Grundschule, genau, das wollte ich verbessern. Und Mangel an Unterhaltung. So, Gehdistanz zur Grundschule. Da wohnt da niemand drin? Wohnsitze 0. Da will niemand wohnen? Sehr interessant. Also will da niemand wohnen, weil die Grundschule zu weit weg ist. Dann müssen wir einen Bus bauen. Und das kann jetzt hässlich werden, weil Busse verursachen Stau. So. Aber wir können sowieso nur erstmal Bus bauen. Warte, was können wir sowieso? Wir haben doch 7 neue Pünktchen. Dann können wir die ja erstmal vergeben. Anschlussstellen brauchen wir eigentlich noch nicht. Wollte ich ja mal bauen, aber eher noch nicht. Ein College könnte man machen. Eine Universität könnten wir auch mal machen. Jetzt haben wir noch 4. Hier. Zug wäre interessant. Plus Straßenbahn wäre interessant. Jetzt haben wir noch ein Pünktchen. Notstromaggregate brauchen wir eigentlich nicht. Was können wir da nachholen? Wasser, 2 Punkte brauchen wir da. Punkte, nicht Punkte. Freischein brauchen wir eigentlich nicht. Feuerwehr, Wachturm, naja. Sozialamt könnte man noch bauen irgendwann. Komm, dann sperren wir das einfach mal. Wo wären das? Ist es bei Polizei? So. Hier vorne wird es sich eigentlich am besten anbieten. Direkt an der Schule. So, können wir das ausbauen? Kann man nicht ausbauen. Okay, okay. Aber ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Haben wir hier das Sozialamt plus die Grundschule. Hier unten haben wir zwar das College. Ist jetzt, ist das ein College? Ne, höhere Schule. Ist halt jetzt ein bisschen weiter weg, aber ich glaube, das ist auch okay. Ah, genau, das ist halt jetzt mit dem Fußgängerweg. Was haben die? Hohe Mieten. Gut, das sind die Mieten zu hoch, ist aber komplett egal. Dann müssen die halt umziehen. In so eine kleinere Bude. Na gut, die sind... Warum? Schau mal, die sind schon wieder so arm. Ja, gut, die sind reich. Sehr interessant. Na gut, ich würde jetzt aber erstmal Buslinien bauen. Aber wir bauen die Buslinien auch wieder in der nächsten Folge. Deswegen, danke fürs Zuschauen. Schalte da wieder ein. Bis zur nächsten Folge und ciao.